da die Ablenkungen. Wie lange dauert das denn noch? Ja, verflixt. Ja, wir lenken die ab, keine Sorge. Das kann doch wohl nicht so ewig dauern. Bei uns kann es nur was schneller gehen. Ja. Genau. Hey, ich hier bist du. Bei unserem kleinen Lager ging das doch wesentlich schneller. Wie sollten wir uns freuen? Jetzt endlich sind wir der Burgerschippe etwas voraus. Mattes Sohn wird einmal ein mächtiger Rollkaufmann werden. Und Burger, ha, der muss nach einem Kreis seine Sippe anführen. Ah, wann kommt denn dieses Räuberbalg nun endlich? Immer mit der Ruhe. So schnell geht das nun auch wieder nicht. Männer. Aber es wird schon etwas seltsam sein. So mit Mattis als Vater. Hey, könnt ihr euch Mattis als Vater vorstellen? Nee. Mattis ist der mächtigste Räuberhausmann. Und da wird er wohl auch ein guter Vater sein. Außerdem ist er sehr deutsch schon wie ein richtiger Vater. Ihr braucht ja auch eine feste Hand. Au! Ich habe ein Kind! Ich habe ein Kind gekriegt! Ich habe ein Kind gekriegt! Was? Bist ihr auf euren Löffeln, ihr elenden Schafsköpfe? Louis hat ein Kind gekriegt! Ja! Ach, Louis, ist der aber süß. Wollt ihr das prächtigste Kind sehen? Das prächtigste, was je auf einer Räuberburg geboren wurde? Euer zukünftiger Räuberhauptmann. Oh, der ist aber niedlich und noch so klein. Wie soll er denn heißen, Louis? Ronja! 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 Ronja? Aber das ist ein Mädchenname. Natürlich ist das ein Mädchenname. Es ist ja auch ein Mädchen. Ja, wir haben eine Räubertochter. Eine Räubertochter? Seit wann wird denn ein Weib Hauptmann einer Räuberbande? Was? Willst du damit sagen, dass meine Tochter nicht in der Lage ist, diesen verflixten Räuber auf Land zu führen? Hä? Nein, natürlich nicht. Ich dachte nur, du bekommst doch nie. Dann hör auf zu denken, du kleiner Räuberfuchs. Oder ich jag dich zur Burgerbande. Hast du gehört? Ja, ja, schon gut. Ronja wird ein toller Hauptmann werden. Auf, Ronja! Unsere Räubertochter! Auf, Ronja! Go! Das gewinnt auf dich an! Dieser Volker wird die Pest an den Hals ärgern. Dieser Waschlappen sitzt in seiner dreckigen Räuberhöhle und knirscht vor Neid mit den Zähnen. Genau! Während die Mattesippe weiterlebt, werden diese möchte gern Burka-Räuber. Donnerkrümmel! Von denen kriegt doch keiner ein Kind zustande. Der Burka weiß doch gar nicht, wie man sowas macht. Sehr schön.